Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wunderschönen guten Abend. Ich möchte dir mal 4 Schritte heute hier mit auf den Weg geben, die dich dazu anleiten. Letzten Endes geht es um Durchhaltevermögen. Letzten Endes, klar, geht es darum, deinen Seelenplan zu entdecken. Hallo, liebe Julia, gib mir mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Ja, wie du dir endlich dein Traumleben kreierst, über deinen Seelenplan, über deinen Seelenberuf. Okay? Diese 4 Schritte, die beherzige ich schon seit langem, aber die sind so tief in mir drin, dass das schon so selbstverständlich ist. Und einer meiner Mentoren hat mich heute Morgen ja, wieder darauf aufmerksam gemacht. Und zwar habe ich diese Sätze von Bob Proctor. Allerdings sind die Sätze auch nicht direkt von ihm, sondern die sind aus dem Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Vielleicht hast du schon mal diesen Titel gehört. Ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Hallo, liebe Manuela, schön, dass auch du dabei bist. Ein wirklich sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Das ist, danke, liebe Julia. ich habe es inzwischen schon mehrfach gelesen. Ja, und durch Bob Proctor bin ich heute Morgen nochmal auf diese 4 Sätze, die wirklich essentiell wesentlich sind, aufmerksam geworden. Und die möchte ich mal nochmal mit dir teilen hier. Und zwar ist der erste Schritt ein wirklich klares Ziel und einen starken Willen, dieses Ziel auch zu erreichen. Weil das ist letzten Endes dein Motivator, dein Motor, um überhaupt am Ball zu bleiben. Das ist der erste Schritt, dass du überhaupt mal weißt, warum du es machst. Bei mir waren es mehrere Aspekte, warum ich, ja, Pobacken zusammengekniffen habe und was in meinem Leben geändert habe, weil Pobacken zusammenkneifen gehört einfach auch manchmal dazu. Und zwar, ich war es leid, tagsüber Dinge zu tun, die mir mehr Energie rauben, als dass sie mir Energie schenken. Ich war es absolut leid, dass die Monate länger dauern als das Geld und was der größte Motivator für mich war, ist, oder zwei größte Motivatoren. zum einen kam immer mal wieder so in mir das Bild auf, ohne dass ich das forciert habe. Wenn ich mal mit 80, 85, 90 auf mein Leben zurückblicke, dann will ich auf mein Leben zurückblicken mit dem Gedanken, da ich ja schon etwas lebenserfahrener bin, keine 25 mehr. Es hat zwar ein paar Jährchen gedauert, aber Gott sei Dank, ich habe noch die Kurve gekriegt. So wollte ich auf mein Leben zurückblicken. Das war ein Motivator. Ein anderer Motivator war, dass ich bei meinen Kindern gesehen habe, wie viele Prägungen ich ihnen schon mit auf den Weg gegeben habe, im Hinblick auf Mangelprägung, im Hinblick auf Geld und solche Dinge, sich zu verbiegen, Dinge zu machen, die nicht dem eigenen Herzen, dem eigenen Seelenplan entsprechen. Das wollte ich ändern. Und meine Kinder waren ja auch damals, als ich so in die andere Richtung durchgestartet bin, schon im Teenageralter. Und da kommst du nicht weiter damit, dass du deinen Kindern ein Ohr drückst. Mach so, mach so, mach so. Sondern da gibt es nur eins: Vormachen, nachmachen. Also Vorbild sein, damit du eine Sogwirkung eben auch entwickelst und deine Kinder sehen, dass noch was anderes möglich ist. Und dann wollen sie es natürlich auch nachmachen. Also das war mein Motivator, meine Ziele, die ich erreichen wollte. Und zwar
ohne Wenn und Aber. Ich habe mich dazu entschlossen, diesen Weg gehe ich jetzt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und da gibt es auch kein Vielleicht. Und da gibt es auch vielleicht. Und da gibt es auch kein Auch vielleicht doch oder so, sondern ich habe die Entscheidung getroffen, ich gehe konsequent jetzt diesen Weg. Ich gehe konsequent diesen Weg. Das zum Punkt 1. Ein klares Ziel und den wirklichen Willen, dieses auch zu erreichen. Weil ich kann es nicht oft genug sagen, wir verhalten uns so mit dem Allerwertvollsten, was wir haben, unser Leben und die Lebenszeit, als hätten wir unendlich viel Zeit, unendlich viele Leben hier. Unsere Seele mag unendlich viele Leben haben, schon gehabt haben und in der Zukunft noch, aber im jetzigen Körper haben wir nur mal nur dieses eine Leben. Und dann verhalten wir uns so, als wenn das unendlich wäre. Es ist endlich. Das Leben im jetzigen Körper ist endlich. Irgendwann ist es vorbei. Und dann blickt man zurück und denkt, hätte ich doch nur. Und das wollte ich einfach vermeiden. Das hat so ein, ja, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben, wenn ich mir das vorgestellt habe, dass ich irgendwann zurückblicke und denke, hätte ich doch nur. Aufgrund verschiedener Gegebenheiten, wo ich unter anderem auch bei meinen Eltern gesehen habe, wie schnell es dann einfach vorbei ist und es gibt ja auch, es gibt sogar, glaube ich, ein Buch darüber, wo man Sterbende gefragt hat, wie es ihnen denn gerade so geht und was sie bereuen in ihrem Leben oder auf was sie zurückblicken. Und das meiste war einfach der Gedanke, hätte ich doch nur und das wollte ich vermeiden. Und vielleicht kannst du damit was anfangen und das einfach als Motivator auch sehen. Okay? So. Der nächste Schritt ist ein wirklich konsequent umgesetzter Plan. Du brauchst einfach einen Plan, eine Anleitung, welche Schritte in welcher Reihenfolge zu gehen sind. Solange du auf deinem Boot hockst, ich nenne es jetzt mal metaphorisch Boot, um es metaphorisch jetzt mal im Bild auszudrücken, du hockst auf deinem Boot, auf einem See und schipperst sternenförmig in der Gegend rum. Du holst dir da Impulse, du holst dir da Impulse, dann denkst du, da ist mal noch was und da, das könnte mal noch interessant sein und das könnte mir mal noch helfen und dies und jenes. Machst da mal noch einen kleinen Kurs, holst dir da mal noch ein Buch und da steht mal noch eine Anleitung drin. Mal abgesehen, dass du diese vielen Impulse nicht wirklich zu 100% umsetzt, weil es ja ein leichtes ist, sich wieder ins Schneckenhaus zurückzuziehen. Weil du auch auf dich alleine gestellt bist und weil sie letzten Endes nicht das Navigationssystem dir auch bieten. Weil du hockst in deinem Boot und schipperst auf dem See sternenförmig in der Gegend rum. Und da ist das rettende Ufer. Du brauchst einfach nur den Leitfaden, um an dieses rettende Ufer zu kommen, wo deine Seele eigentlich schon steht und schreit, hey, komm hierher. Aber du siehst es nicht. Das ist wie Beispiel, du wohnst in Hamburg, ich bin gerade hier im Saarland in der Nähe von Saarbrücken. Du willst zu mir kommen und hockst dich ins Auto und fährst einfach mal los. Dann fährst du irgendwo in der Gegend rum und siehst da mal eine Stadt, das könnte so Richtung Saarland sein, da fährst du mal darüber und darüber und darüber. Und dann merkst du, hey, ich bin ja doch wieder irgendwie am Ausgangspunkt, da war ich doch schon mal. Da fahren wir mal wieder darüber und darüber und irgendwann kommst du vielleicht im Saarland hier an. Was hast du auf diesem Weg verloren hierher? Wertvolle Zeit, die du nie wieder zurückholen kannst. So würde sich niemand von uns verhalten, sondern wenn du von Hamburg ins Saarland fährst, dann holst du entweder dein Handy und machst Google Maps an und gibst Start und Ziel ein oder du machst dein Navigationssystem im Auto an. Und machst Start und Ziel als Eingabe und dann fährst du los. Aber was machen wir mit unserem Leben? Wir gucken hier und da und dort und währenddessen, wir haben kein Ziel, keinen Plan, kein Navigationssystem, geht wertvolle Lebenszeit verloren. Also, du brauchst ein
Schritt-für-Schritt-Programm, einen wirklich konsequent umgesetzten Plan, wie du von dort, wo du jetzt gerade stehst, dorthin kommst, wo du hin möchtest. Damit du den Leitfaden hast, damit du den roten Faden hast. Okay? Der dritte Schritt, ganz, ganz wichtig auch, knüpft nochmal an den ersten auch an oder was ich eben auch gesagt habe, ich gehe konsequent meinen Weg, ist wirklich der feste Wille, sich auch negativen Einflüssen von anderen, insbesondere von der Familie und von dem Umfeld, nicht beeinflussen zu lassen. Weil schau mal, das Umfeld, das hast du bestimmt auch schon mal von mir gehört, wir sind der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen wir uns in erster Linie umgeben. Und das Umfeld, wenn du jetzt kommst, hey, ich habe mir jetzt große Ziele gesteckt. Hallo lieber Jens. Ich habe mir erlaubt, große Ziele wieder zu stecken. Ich habe mir erlaubt, meine Träume wieder auszupacken. Ich gehe jetzt konsequent meinen Weg. Ich hole mir jetzt das Navigationssystem und starte durch. Entdecke meinen Seelenplan endlich. Erfahre endlich, warum ich denn überhaupt hier bin auf Mutter Erde. Kreiere daraus meinen Seelenberuf und verdiene gutes Geld damit und werde mein ganzes Mindset auf ein anderes Level bringen und werde auch noch mein Geld-Mindset in die Heilung bringen und, und. Was macht denn das Umfeld da? Es fragt dich, ob du Drogen genommen hast oder, oder sagst du dir, ja, schlaf mal eine Nacht drüber, geht mal wieder vorbei, wach morgen mal wieder auf und sei mal vernünftig oder bleib auf dem Boden der Tatsachen oder wenn das so einfach wäre, dann würden das ja alle machen. Und ich kenne einen, der hat das auch schon mal probiert und der hat das auch nicht geschafft und. Und von diesen sogenannten negativen Einflüssen darfst du dich einfach nicht abhalten lassen. Du darfst die Entscheidung treffen, konsequent deinen Weg zu gehen. Und dann wirst du auch eins merken, letzten Endes. Natürlich wird sich dein Umfeld ändern. Natürlich wird es unter Umständen passieren, dass der ein oder andere nicht mehr zu deinem engsten Kreis gehört dann, weil eure Wege sich einfach ja, in verschiedenen Richtungen entwickeln. Aber du wirst wunderbare Menschen in dein Umfeld bekommen, die auf dem gleichen Weg sind wie du. Und im Hinblick auf das Thema Partnerschaft, Ehe, Familie, diese Ängste waren bei mir auch da. Wenn ich jetzt konsequent meinen Weg gehe, was ist dann mit der Partnerschaft? Zieht der Partner letzten Endes auch so mit? Geht er den Weg genauso mit? Ich kann dir aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung von vielen anderen sagen, es ist im Grunde genommen auch die Rettung der Partnerschaft und auch der Ehe. Weil warum gehen denn viele Partnerschaften irgendwann auseinander oder warum gehen denn Ehen auseinander? Weil jeder doch in der Unzufriedenheit ist mit sich, mit seinem Leben, weil er tagsüber Dinge macht, die ihm überhaupt keine Freude machen, die Energie rauben. Und wenn man dann abends nach Hause kommt, lässt man die Frust am Partner aus, weil das ist der erste, der nächste halt, ja, wo ich es auslassen kann. Das ist doch der Grund, warum viele Partnerschaften auseinandergehen. Und so gesehen rettest du im Grunde genommen deine Partnerschaft damit. Wenn du in deine wahre Größe kommst, wenn du dir erlaubst, deinen Seelenplan zu entdecken und unabdingbar deinen Weg zu gehen, dann wirst du letzten Endes auch deine Partnerschaft damit retten können, deine Familie. Die ganze Familie kommt doch letzten Endes ein anderes Statement auf ein anderes Level. Und da darfst du dir auch bewusst sein, dass du dich von diesen äußeren Einflüssen nicht beeinflussen lassen darfst. Okay? Und der vierte Schritt in diesem Büchlein im Kapitel 9, den ich heute Morgen von Bob Proctor mal wieder in meine Erinnerung bekommen habe, bei mir ist er so eingepflanzt, ist selbstverständlich. Pflege eine enge freundschaftliche Beziehung mit einer oder mehreren Personen, die dort sind, wo du hin willst. Das heißt, Klartext, such dir einen Mentor, einen Coach, einen Trainer, der die Schritte schon gegangen ist und der dort ist, wo du hin möchtest, weil nur der kann dir den Weg zeigen.
Und nur der kann dir dann eben auch in den Situationen, wenn es mal ein bisschen holprig ist, wenn das Umfeld mal wieder dir dazwischen quatscht, weil du von deinen großen Träumen und Zielen erzählt hast, weil du selbst mal wieder auf dem Weg da anfängst, an dir zu zweifeln. Nur der kann dir den Wegbegleiter sein, zu sagen, hey, hallo liebe Katharina, jetzt bitte mal wieder Krone richten. Jetzt bitte mal wieder Krone richten und weiter geht's. Ja? Jetzt mal bitte deine Gedanken wieder in eine andere Richtung lenken und weiter geht's. Und wenn du da einfach auf dich alleine gestellt bist, dann ist die Gefahr einfach sehr, sehr groß, dass du dich wieder ins Schneckenhaus zurückziehst. Deshalb dieser vierte, sehr, sehr wichtige Satz, den ich jetzt wirklich seit Jahren beherzige, ein oder mehrere Personen in deinem Umfeld zu haben, eine freundschaftliche Beziehung, wie es in diesem Büchlein auch steht, zu Menschen zu haben, die dort sind, wo du hin willst. Macht das Sinn für dich? Schreib mir mal gerne ein Ja oder gib mir mal gerne einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich weiß, dass ich dich hier ein bisschen berührt habe und dir wirklich wertvolle Impulse hier geschenkt habe. Katharina, huhu, schön, dass du da bist. Ja, ihr Lieben, manchmal kriege ich die Kommentare direkt hier angezeigt im Handy, manchmal zeigt es Facebook hier über Smartphone nicht an. Ich werde dann nachher mal nochmal reinschauen, was ihr mir da reingeschrieben habt. Und ja, also das waren diese vier Schritte, wo Bob Proctor mich heute Morgen nochmal dran erinnert hat aus dem Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Erster Schritt, klares Ziel, dein unabdingbarer Wille ist zu erreichen. Das heißt, auch die Entscheidung zu treffen, dass du jetzt endlich mal deinen Seelenplan entdecken willst. Und daraus deinen Seelenberuf kreieren möchtest und alle Stolpersteine, die auf dem Weg da sind, dass du die beiseite räumst. Und das funktioniert am besten mit dem vierten Schritt, dass du einen Mentor an deiner Seite hast, der diese Schritte schon gegangen ist, weil nur der kann dir auch dabei helfen. Und Schritt zwei, den konsequent umgesetzten Plan, den bekommst du von deinem Mentor. Und Schritt drei, der Wille, sich von negativen Einflüssen aus dem Umfeld nicht beeinflussen zu lassen, dazu ist dann eben auch ein Mentor da, der dir da zwischendrin mal so, ich nenne es jetzt mal liebevoll, auf den kleinen Arschtritt gibt, damit du die Krone wieder aufsetzt und sagst, okay, danke, weiter geht's. Okay, also, alles Liebe, bis ganz bald, ciao.